Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games. Heute gibt es ein kleines, aber feines Garados Deckprofil, nämlich um Mega Garados EX. Und ihr seht im Hintergrund schon das schicke kleine Deck, was ich da gebastelt habe. Und ich werde euch jetzt, wie im letzten Video, erklären, was für Pokémon da drin sind, aus welchen Sets im besten Fall noch. Natürlich, was die Items darin machen und welche Items vor allen Dingen drin sind. Und wie man es im besten Fall spielen könnte. Und danach gibt es ein kleines Opening. Und zwar habe ich mir 4 Drachenleuchten-Packs online organisiert. Und die machen wir dann zusammen auf am Ende des Videos. So, fangen wir an. Wir sehen schon, wir spielen mit 16 Pokémon. Eigentlich, und dazu möchte ich gleich zum Anfang kommen, kann man das Deck auch ein bisschen abgewandelter spielen. Ich spiele jetzt momentan in dieser Konstellation und ihr seht schon, ich habe hier einen Arktos. Eigentlich spielt man das normalerweise mit 3 Palkia EX. Ich spiele es mit Arktos, denn mir fehlt ein Palkia EX und ich würde mir unbedingt eine Palkia EX Karte tauschen und ich hatte diese Full Art Arktos da und die macht sich bis jetzt auch ganz gut bezahlt in dem Deck, denn mit dieser Eisfinden-Karte oder mit diesen Eisfinden-Arktos, was dachte ich auch im Drachenleuchten-Set drin ist, könnt ihr mit einer Wasserenergie bis zu 3 Energiekarten von eurem Deck auf eure Hand nehmen und das hilft euch natürlich sehr, sehr viel weiter, denn Garados ist ein Pokémon, was Wasserenergien wirklich in Massen braucht und wirklich ordentlich Damage zu drücken. Also Garados ist echt ein richtig starkes Pokémon. Und darum ist dieses Arktos hier gar nicht mal so schlecht. Das gibt es wie gesagt auch noch aus der Drachenleuchten, aus dem Drachenleuchten-Set und macht sich hier extrem gut in dem Deckbesitz. Ansonsten spielen wir ein kleines Enton und natürlich Entoron, jeweils 2-mal. Und was ihr euch eventuell tauschen müsst, solltet ihr es nicht da haben, sind Enteron-Turbo-Karten, denn die haben eine ganz bestimmte Fähigkeit, nämlich den Hypertransfer. Mit dem Hypertransfer könnt ihr beliebig oft während eines Zuges vor eurem Angriff Wasserenergien verschieben. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn so könnt ihr praktisch ein komplett aufgebautes Mega Garados nehmen und wenn es kurz davor ist, down zu gehen, also kurz davor ist, besiegt zu werden, könnt ihr die kompletten Wasserenergien, die da dran gelegt sind, aufs nächste Mega Garados rüberschieben und habt wieder ein komplett aufgebautes Mega Garados am Start und könnt praktisch euren Gegner Revenge killen. Also wenn er praktisch euer Mega Garados rausnimmt, könnt ihr mit dem neuen Mega Garados reinwechseln und es Revenge killen oder es halt rächen und sein eigenes, also sein Pokémon rausnehmen. Deswegen ist die Turbo von Enteron ziemlich, ziemlich gut in solchen Wasserdecks. Kann man auf alle Fälle sehr, sehr gut spielen. Ansonsten, bevor wir zu den Start des Decks kommen, spiele ich das Ganze noch mit einem Manaphy EX, denn der Wasserkanal ermöglicht, dass jedes Pokémon an das Wasser, also an das Wasserenergie angelegt ist, keine Rückzugskosten hat. Also dieses Pokémon ist praktisch nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern wir machen uns bloß die Fähigkeitsnutze, den Wasserkanal, und ansonsten hat das Pokémon eigentlich auch keinen mega krassen Wert, allerdings hier in dem Deck sehr, sehr wichtig und notwendig, denn unsere Pokémon sind von Rückzugskosten nicht gerade ohne, allein schon das Palkia hat 2 Rückzugskosten und Palkia wird gespielt mit Wasserturbo. Du kannst dein Deck nach bis zu 2 Wasserenergiekarten durchsuchen und sie an einzelne Pokémon auf der Bank anlegen. Spielt also praktisch selten den Perlensturm und lieber den Wasserturbo. Baut euer Garados auf der Bank schon fertig auf, dass es dann bloß noch einwechseln braucht mit der Hilfe von Manaphy und ganz easy das Deck des Gegners besiegen könnt. So, kommen wir zum Pokémon-Star dieses Decks, nämlich unserem Garados, was es im Turbo-Fieber-Set, dachte ich, gab. Ja, im Turbo-Fieber-Set gab es das. Und wir spielen hier eine Promokarte, die gab es auch als Zinnbox, die kann man sich also auch so holen. Das ist die, Moment. Das ist die Full-Art-Karte davon, die es auch im Set gibt. Und das Ganze gibt es natürlich noch als Secret-Rare-Karte in dem Set. Und ja, wir spielen die Stürmische See, wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal des Gegners Zahl kommt. Durchsuche pro Kopf dein Deck nach einer Wasserenergie und lege sie an dieses Pokémon an, mische anschließend dein Deck. Ihr seht also, wenn ihr wirklich viel, viel Glück habt bei sowas, könnt ihr da ordentlich viel Wasserenergie anlegen und könnt dann richtig schön durch das Deck des Gegners rushen, sweepen, wie man es nennen will. Und die Verbrühung mit 130 Angriff, dieser Angriff fügt jedem Pokémon auf deiner Bank 10 Schadenspunkte zu, ist sehr, sehr stark und in dem Sinne hinfällig, denn wir spielen auch eine Stadionkarte in diesem Deck, die sehr, sehr wichtig ist für uns.
die allerdings, und das muss ich dazu sagen, was ich für Erfahrungen gemacht habe, nicht einfach randommäßig ausgelegt werden sollte, sondern bedenkt, wenn ihr diese Steuerdenkarte legt, denn wenn euer Gegner auch ein Wasserdeck hat, helft ihr dem teilweise mit so einer Steuerdenkarte mehr, als was ihr euch nutzt. Also von daher lieber überlegen, wenn ihr eine Steuerdenkarte spielt, ob ihr sie spielen wollt oder nicht. Und ja, Megakarados ist das Ziel dieses Decks, das gewaltige Geysir mit 120 Stärke plus. Du kannst mit diesem Angriff 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses angelegte Wasserenergie, für jedes an dieses Pokémon angelegte Wasserenergie zuführen. Wenn du das machst, lege die obersten zwei Karten deines Decks auf den Ablagestapel. Ist sehr, sehr stark, wenn dieses Pokémon wirklich viel Energie angelegt hat. Also bedenkt mal, wenn alleine schon 4 Wasserenergie angelegt sind, macht damit easy 200 Schaden. Und das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Die meisten Mega-Pokémon haben 200 bis 250, dachte ich ungefähr, an KP. Manchmal auch noch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also von daher ein richtig krass starkes Pokémon habt ihr hier, wenn ihr das Pokémon gescheit ausspielen könnt. Und was hilft euch natürlich zum Ausspielen dieses Pokémon? Genau, eure Itemkarten, eure Unterstützer und eure Stadionkarten. Haben wir zum Anfang den Hyperball, wie immer, sehr, sehr oft in den Decks vorhanden, ganz logisch. Also ihr braucht den Hyperball eigentlich in fast jedem Deck und von daher auch hier vorhanden. Allerdings könnt ihr in Wasserdecks alternativ natürlich, ich würde es euch schon mal empfehlen, mindestens 2 zu spielen, auch in solchen Decks, den Tauchball nehmen. Denn mit dem Tauchball kannst du dein Pokémon, also dein Deck nach einem Wasser-Pokémon durchsuchen, zeige es deinem Gegner und nimm es auf die Hand, mische anschließend dein Deck. Ist also sehr, sehr gut, um Pokémon vorzubereiten, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt 2 Tauchbälle am Start, ich brauche jetzt noch einen Manaphy aus meinem Deck und einen Mega-Gyarados und ihr habt da schon den Splurbeck angelegt, das Pokémon hat schon genug Energie, ganz, ganz easy. Schnell die Pokémon raussuchen, nächste Runde entwickeln und das Problem ist gelöst. Kampffahnder auch selbsterklärend, mit der Karte könnt ihr eine Unterstützerkarte aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen und gegebenenfalls in der nächsten Runde spielen, wenn ihr schon was vorbereitet habt. Als nächstes haben wir das Top-Elixier, schau dir die obersten 6 Karten deines Decks an und lege eine Basis-Energiekarte, die du darunter findest, an ein Basis-Pokémon auf deiner Bank an. Auch sehr, sehr gut, wie gesagt, um Wasserenergie so schnell wie möglich rauszusuchen, um auf der Bank ein Gyarados perfekt aufzubauen und dann damit im besten Fall die Gegner zu besiegen. Denn auch Gyarados mit 240 KP kann einiges einstecken. Und warum, wieso, weshalb das sehr, sehr gut ist, sehen wir gleich. Als nächstes haben wir noch den Top-Trank. Und zwar heile allen Schaden bei einem deiner Pokémon. Wenn du das machst, lege alle an jedes Pokémon angelegten Energien auf deinen Ablagestapel. Sehr, sehr gut, gerade bei dem 42 KP Gyarados. Sehr, sehr brauchbar. Auch wenn es zurückgezogen ist durch die Fähigkeit von Manaphy, sehr, sehr gut spielbar. Ihr könnt es auf der Bank heilen und dann wieder Energie anlegen. Ist also sehr, sehr gut. So. Dann haben wir die Trainerpost, wichtig, um Trainerkarten rauszusuchen, die ihr unbedingt braucht. Also auch wieder eine essentielle Karte, spiele ich hier in dem Deck auch 4-mal. Und dann geht es schon langsam los mit den Unterstützerkarten. Wir haben hier zum einen den Angler. Und der Angler war im ursprünglichen Deck, was ich mir rausgesucht habe, gar nicht enthalten. Und dafür lieber 4-mal Sanna. Sanna, mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend 5 Karten. Ist sehr, sehr gut. Allerdings hatte ich immer das Problem, dass ich out of energy war. Also ich hatte praktisch keine Energie mehr, die ich spielen konnte, weil alles auf dem Ablagestapel lag. Und ich hatte keine Karte, die die Energie zurückholen kann. Und darum habe ich jetzt 2 Sanna rausgeschmissen, habe dafür 2 Angler reingepackt. Denn mit dem Angler kannst du 4 Basis-Energiekarten vom Ablagestapel auf deine Hand nehmen. Ist also wiederum sehr essentiell im Deck, damit du wieder die Energie hast, die du eventuell abwerfen musstest, weil ein Pokémon besiegt ist oder weil du dein Gardas heilen musstest. Ist also eine ziemlich gute Karte, passt auch thematisch ziemlich gut in das Deck, finde ich, mit dem Angler. Also in dem Wasserdeck einen Angler drin zu haben, ist schon mal nicht schlecht, ne? Und anschließend spielen wir noch 2-mal die Professor Platan, lege deine Handkarten auf der Ablagestapel und ziehe anschließend 7 neue Karten. Auch wie immer, sehr, sehr wichtige Karte und der Flordelis. Tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen das aktive Pokémon deines Gegners aus. Ist also sehr gut, um Pokémon rauszusnipen, die er gerade aufbauen will, um gleich irgendwelche gefährlichen Pokémon direkt zu unterbinden. Ansonsten spielen wir noch 3-mal den Gyarados Geisteswund oder Spirit Link, wie es auf Englisch heißt. Ist natürlich dazu da, um Gyarados zu entwickeln und im nächsten, also zu entwickeln und danach gleich noch anzugreifen. Ansonsten, wenn ihr es normal entwickelt, müsst ihr halt die Runde aussetzen, dann könnt ihr nicht angreifen. Darum 3-mal Geisteswund. Und
die Karte, die ich für uns meine, die Stadionkarte, ist die Raue See. Einmal während deines Zuges darf jeder Spieler 30 Schadenspunkte bei jedem seiner Wasser-Pokémon und Elektro-Pokémon heilen. Sehr, sehr gute Karte in Elektro- und Wasserdecks. Könnt euch auch die 30 Schadenspunkte easy runterheilen, wenn ihr Gyarados nur spielt. Mit der Verbrühung macht ihr immer 10 Schadenspunkte, also sind die dann easy wieder weg. Und von daher sehr, sehr wichtige Karte in dem Deck. Und wir spielen das Ganze mit 11 Wasserenergien. Ihr könntet eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen mehr reinpacken, aber dafür habe ich mir den anderen jetzt zugeholt. Und ansonsten war es das eigentlich mit der Deckerklärung. Das Deck ist ziemlich, man kann sagen, ziemlich stark in der Offensive, muss aber auch vorbereitet werden. Also ihr müsst das Deck wirklich spielen können, ihr müsst wissen, was drin ist, ihr müsst ungefähr wissen, wie ihr euer Deck durchsuchen könnt, was auf dem Preisstapel drin ist. Ich hatte zum Beispiel schon öfter so, dass meine Angler auf dem Preisstapel lagen und ich keine Chance mehr hatte, Wasserenergie aus dem Ablagestapel rauszuholen. Ist halt sehr, sehr ungünstig und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das Deck findet. Eventuelle Verbesserungsvorschläge natürlich und ich finde es eigentlich ziemlich gut spielbar im aktuellen Metagame. Von daher hat das schon meine Empfehlung. Ihr müsst natürlich, wenn ihr jetzt nicht gerade die X-Karten habt, viel, viel tauschen, da hier auch viele X-Karten dabei sind. Reichen auch die normalen Gyarados zu, das ist kein Problem. Und ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr wirklich darauf besteht, die Gyarados-Tinbox holen, das ist eine Promokarte und ihr habt halt schon mal instant das Gyarados und praktisch bloß noch die Gyarados oder die Mega-Gyarados, die X-Karten zu ertauschen. So, ich hatte euch ja gesagt und versprochen, wir machen zum Schluss nochmal 4 Drachenleuchten-Packs auf. Und wir hoffen auf meine letzte Shaman Full Art. Das wäre natürlich jetzt richtig schön. Ich habe ja schon 3 Shaman Full Art im Online-TCG und ich bräuchte eigentlich noch eine. Das wäre echt nice. Und wir machen jetzt mal auf und hoffen, dass wir Glück haben. Schauen wir mal. Und wir ziehen ein Reverse Kindwurm und ein Ancient Trade Fassasnob. Da waren es nur noch 3. So, ein Reverse Skokro und ein Ancient Trade Holo Schwalboss. Unser vorletztes Pack hat eine Ancient Trade Altaria und ein normales Victini als Rare. Oh komm, bitte im letzten Pack muss doch was drin sein. Das wäre halt echt schön, wenn da noch eine X-Card jetzt drin ist. Und die letzte Karte, die wir haben, ist ein Arktos. Und das ist genau das Arktos, was ich zum Anfang meinte. Genau dieses Arktos hier ist das, was ich in Full Art spiele momentan. Das könnt ihr euch ganz einfach aus den Drachenleuchten-Packs ertauschen. Das ist eine Rare-Karte. Ist nicht viel wert. Also man kann sie relativ günstig ertauschen, das ist kein Problem. Und von daher, Eis finden ist in Wasserdecks eine sehr, sehr gute Fähigkeit, wie ich finde. Und so, ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video von Gate to the Games wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.